Also Leute, willkommen zu einem neuen Video auf Binos Diary. Wir fahren morgen in den Urlaub und deswegen haben wir gedacht, nehmen wir jetzt spontan noch ein Video auf. Und zwar, woran man so, wann man denken muss, wenn man mit dem Hund verreist. Wir fahren jetzt mit dem Auto. Deswegen, wenn ihr richtig fliegt oder mit dem Zug fährt, was weiß ich, kann das natürlich ein bisschen variieren. Wir haben uns... Du hast schon mal die Kimmer eingepackt, hey, wie wir sehen. Ja, genau, Kimmer schon eingepackt, die werden natürlich nicht vergessen werden. Nein, was wir gemacht haben, wir haben hier auf jeden Fall Checklisten erstellt. Einmal eine Checkliste, reicht für den Hund wichtige Utensilien. Die sieht hier nur so scheiße aus, weil unsere Druckerpatrone leer war. Deswegen, in echt sieht die viel besser aus. Und dann haben wir noch so eine Reiseapotheke, naja, für den Fall, falls was passieren sollte. Checklisten werden wir als PDF zum Download anbieten, also könnt ihr euch umsonst downloaden, falls ihr dann im Urlaub habt, damit ihr auch mal so ein bisschen abhaken könnt, was ihr braucht, was ihr einpacken müsst. Und ja, ich würde mal sagen, dann starten wir mal das Packen, oder? So, was steht denn ganz oben auf unserer Liste? Hundefutter in ausreichender Menge. Wir sind jetzt 14 Tage, glaube ich, circa um den Dreh weg und haben so circa ausgerechnet, wie viel die Hunde pro Tag essen und wie viel wir dann mitnehmen müssen. Unser Restsack von unserem Futter. Das ist ein bisschen mehr als 5 Kilo, keine Ahnung, 6, 7 Kilo. Ist jetzt ein bisschen zu viel sozusagen, aber besser zu viel als zu wenig. Und deswegen haben wir gedacht, packen wir einfach den Sack hier ein. So, dann können wir das nämlich schon mal abhaken auf unserer Liste. Futternapf und Wassernapf. Wir haben hier zwei Wassernäpfe. Und zwar diese Gummi-Aus-, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, ausklappbare Wassernäpfe. Gut zu transportieren, weil die so dünn sind. Und wir nehmen immer einen, also einen nehmen wir immer so mit, direkt als Reisewassernapf sozusagen. Und einen haben wir dann immer auf der Fahrt im Auto, weil wenn wir Pausen machen und so und die Hunde was trinken wollen, dann kann man den ganz schnell auspacken und Wasser reinmachen und was trinken. Deswegen packe ich den nicht im Koffer, sondern der kommt dann in die Autotasche sozusagen. Dann haben wir uns noch extra zwei Näpfe gekauft, jetzt, weil wir haben solche schönen weißen Näpfe, wer uns schon mal verfolgt hat und die Videos gesehen hat, wo die Näpfe zu sehen sind. Die sind groß, die sind weiß und die sind schön und deswegen hat Frauchen Angst, dass sie kaputt gehen, wenn wir die mitnehmen. Deswegen haben wir uns für die entschieden, dass wir die mitnehmen, weil die nicht so viel Platz wegnehmen und aus Metall sind, sodass sie nicht so schnell kaputt gehen wie Frauchens schönen weißen Näpfe. Da können wir das auch schon mal abhaken, ja Leute? Wie nein? Warum nicht Bisi? So, haben wir abgehakt. Dann kommt jetzt Hundekorb, Hundeplatz. Wir haben jetzt, wir nehmen jetzt keine speziellen Körbchen für die mit, sondern eigentlich nur Decken und wir haben so einen Hundeauslaufring oder sozusagen. Da kommen dann einfach die Decken rein und da können die dann zusammen schlafen. Ja, deswegen packen wir jetzt die Decken ein und das Runde, der runde Auslauf ist nämlich schon im Auto. So, deswegen packen wir jetzt erstmal die Decken. Wollen wir die jetzt schon einpacken oder kommen die oben drauf lieber, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, oben drauf lieber. Dann hake ich das erstmal ab, weil ich das daneben gelegt habe. Das vergessen wir ja nicht. Und Chestnut, du stehst auf meiner Liste. Chestnut, du stehst auf meiner Liste. Hallo! Das ist meine Liste, ich muss da abhaken. So, Hundekorbplatz. Ja gut, das ist jetzt... Weil als nächstes kommt Hundekissen, Hundedecke. Das ist ja eigentlich, was wir jetzt abhaken müssen, weil Hundekorb, Hundeplatz haben wir in dem Sinne gar nicht, beziehungsweise schon im Auto, dieser Auslauf. Leckerchen und Kauartikel. So, dann müssen wir mal gucken. Kauartikel haben wir genug. Und Leckerchen. So, ich hole das hier mal alles runter. Zum Glück waren wir noch einkaufen für die Hunde. Zum Glück machen wir noch einkaufen für die Hunde. Und zwar haben wir jetzt hier
eine Packung Bonies. Eine kleine Knappenförmige. Die packen wir ein. Unsere Leckerli-Taschen haben wir schon aufgefüllt. Die nehmen wir aber auf die Fahrt mit. So, dann haben wir hier noch eine Packung Leckerli. Das sind Chico Minis. Die packen wir auch mal ein, wenn Nats hier ein bisschen Platz macht. Wenn nicht vergessen werden. Wir es nicht vergessen. Keiner von euch. Dann haben wir hier, was war das nochmal? Irgendwas mit Rind, ne? Rind. Schlummstange oder so. Haben wir, das war so ein langes Teil, also zwei so lange Teile, haben wir dann zurechtgeschnitten, ein bisschen kleiner, damit man die besser transportieren kann. Die kommen auch mit, das ist natürlich, gehört zu den Kauartikeln. Haben wir noch eine Packung Leckerlis, Entenbrust, wird dann klein geschnitten oder gepflückt, keine Ahnung, damit die auch ein bisschen kleiner sind. So, kommt auch rein. So. Dann haben wir nochmal die Rinderkopfhaut. Kommt auch mit, lecker zum Knabbern, weil nach einem anstrengenden Tag will man ja auch was Leckeres knabbern. So, dann können wir das abhaken. Wie ihr seht, haben wir schon 5 Sachen abgehakt. So, dann kommen wir jetzt zu Halsband und Brustgeschirr für die Hunde. Das sind die Halsbänder, die wir uns jetzt eingepackt haben. Einmal, falls es wirklich so dunkel ist, und wir rumgehen Leuchthalsbänder, damit die Hunde gut zu sehen sind, weil unsere Hunde ja schon ziemlich, Kimber, komm mal her, ziemlich dunkel sind. Chestnut hat wenigstens an der Brust und an den Füßen noch ein bisschen weiß. Kimber, komm her! Aber Kimber ist ja sehr dunkel und auch noch dazu so klein. Und deswegen hat sie das schöne Gelbe, damit man sie auch gut sieht. Dann haben wir hier noch verschiedene Halsbänder. Einmal 2 so richtig schöne weiche Lederhalsbänder, die fühlen sich richtig schön an und sind einfach so weich. Die haben wir auch richtig günstig gekriegt, wie viel, 4 Euro oder so. Die waren auch bei Fressnapf runtergesetzt, also immer mal gucken. Da gibt es so eine Ecke, wo nur runtergesetzte Artikel sind und da gibt es manchmal richtig gute Sachen. Dann haben wir hier nochmal die Markenhalsbänder. Da sind unsere Marken jetzt schon direkt drauf, deswegen kann ich gleich noch Hundemarken und so abhaken, weil die ja hier dran sind an den Halsbändern. Falls ihr die nicht an den Halsbändern habt und so mitnimmt, ist das nochmal extra als Eintrag in der Tabelle, dass ihr das abhaken könnt, damit ihr die Marken und auch die Tassomarken, die wir hier dran haben, nicht vergesst. Packen wir auch ein. Und zu guter Letzt Geschirre. Das sind jetzt die Autofahrgeschirre von unseren Hunden, deswegen packe ich die nicht ein, weil die da ja mit Auto fahren müssen. Und ja, wir haben hier an unserem Geschirr noch so einen extra Dogfinder, müssen wir auch noch anmelden, am besten bevor wir fahren. Haken wir mal Halsband und Brustgeschirr ab. Und so. Marken. Und Marken, genau. Wo haben wir denn Marken? Hundemarken. Dann kommen wir jetzt zu den Leinen. Erstmal die. Dann haben wir zig verschiedene Leinen. Ganz normale Leinen, was soll man dazu sagen? Braucht man, glaube ich, immer. Deswegen kann ich das auch ganz schnell abhaken hier auf der Liste. So, dann kommen wir jetzt zu Handtuch. Beziehungsweise Handtücher für die Hunde. Da wir ja im Sommer fahren, wenn die bestimmt ins Wasser gehen wollen, sich ein bisschen abkühlen, dann haben wir hier 2 kleine Handtücher, die wir da mitnehmen werden, womit wir euch dann abtrocknen können, ja. Das ist dein Handtuch, ja? Und dann können wir den Eintrag Handtuch auch schon abhaken, oder Leute? So, dann gegebenenfalls Bürste oder Krallenschere. Wir nehmen jetzt keine mit, weil wir haben unsere Hunde schon das ganze Winterfell rausgebürstet. Nein, unsere Hunde haben kein Winterfell, keine Unterwolle und Haar noch nicht so heftig. Wir haben jetzt ein bisschen gebürstet, da kam fast nichts raus. Aber gebürstet sind die und Krallen geschnitten haben wir jetzt auch vorher schon. Und da wir ja nur 14 Tage weg sind und nicht 2 Jahre, brauchen wir in der Zeit, glaube ich, keine Krallenschere mehr. Deswegen können wir das auch ganz ruhig abhaken. Als nächstes steht Maulkorb auf der Liste. Wir haben uns jetzt informiert, wir brauchen zum Glück keine bei uns. Deswegen kann ich das erstmal abhaken, aber ihr müsst euch da halt dann informieren. Ich glaube, zum Beispiel, wenn man Zug fährt, muss man immer einen haben und alles, oder Bus, ich weiß es nicht.
Dafür müsst ihr dann einen kaufen oder mitnehmen, wenn ihr einen habt. So, dann kommen wir als nächstes zu Spielzeugen. Wir nehmen auf jeden Fall für unsere Hunde Bälle mit. Und weil wir sagen, Tennisbälle sind nicht so gut für die. Das sind eigentlich keine Tennisbälle, die sind aus Gummi sozusagen. Also keine richtigen Tennisbälle, deswegen alles gut. Und Bisi will ja direkt schon losspielen. Ja, ja, ja. Nein, das müssen wir einpacken. Jetzt wird nicht damit gespielt. So, sie kommen rein. Und da machen wir das immer so als Ritual sozusagen. Wir haben hier so eine IKEA-Kiste und da sind alle Spielsachen drin und auch irgendwas für uns Handlungssachen. Und die Hunde dürfen sich dann immer ihre Lieblingsspielzeuge raussuchen, die die gerne mitnehmen würden. Und das zeigen wir euch jetzt. So Leute, wir suchen jetzt aus, was für Spielzeuge ihr mitnehmen möchtet, ja? Sitz. Kimmer, los, such dir einer. Das willst du mitnehmen. Das hat sie das einfach schon, okay, seitdem sie ein, okay, Baby Chestnut, ist. Chestnut, Chestnut, hier such dir einen aus. Du darfst, Chestnut, komm her, du darfst auch einen aussuchen. Hier, was willst du mitnehmen? Hm? Such dir einen aus, guck mal, hier gibt es ganz viel. Die Flex ist auch nicht da. Ganz viel ist hier. Das willst du mitnehmen, den Biber. So, die Spielzeuge haben die sich also ausgesucht und wir haben Bälle mit, also kann ich das auch abhaken. Jetzt kommen wir zu Kotbeuteln. Die braucht man immer. Nancy, darf ich mal abhaken hier? Bitte, hier so einen Haken machen. So. Als nächstes haben wir auf der Liste Hundeshampoo. Ja, jetzt ein ganz normales Shampoo, Trixie-Shampoo, Kräuter. Das packen wir auch ein. Natürlich werden die jetzt nicht jedes Mal waschen oder so, aber wie gesagt, falls sie sich in irgendwas Ekligem wühlen sollten oder so, dann können wir das abhaken. Dann kommen wir zu Transportbox und oder Anschnallgurt fürs Auto. Je nachdem, wie ihr euren Hund transportiert oder mit was ihr fahrt oder allgemein, ob ihr jetzt mit Bus, Zug, keine Ahnung, da müsst ihr halt immer gucken, was ihr dafür braucht. Wir haben jetzt unsere Hunde oder in unserem Auto hinten so eine Wanne sozusagen, die wasserfest ist, falls die Hunde auch kotzen sollten oder pieseln, was ich sowieso nicht glaube im Auto, das wird ein bisschen schwierig. Aber haben die dann halt ihre Geschirre hier noch und die Anschnallgurte im Auto und dann können die da in Ruhe auf ihrer Decke liegen, schlafen, was auch immer. Und deswegen haben wir alles schon eingepackt bzw. nehmen es mit und können das abhaken. EU-Heimtierpass kommt jetzt. Den EU-Heimtierpass auf keinen Fall vergessen, egal ob ihr in der EU verreist oder in Deutschland bleibt, braucht man immer. Wir haben hier gleich beide drin von Kimber und Chester. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. So kann man das, glaube ich, gesehen. Und dann ist da gleich noch der Entwurmungspass drin. Das ziehe ich jetzt mal vor. Das steht auch auf der Liste, aber weiter unten. Wir haben hier einen vom Tierarzt geholt, umsonst gibt es den. Und dann hatten wir gleich, als wir die Entwurmungstablette gekauft haben, kurz vor Österreich jetzt, haben wir die den gegeben und das gleich ausgefüllt und halt aufgeschrieben, was für eine Tablette das ist und so. Könnt ihr ja auch mal bei eurem Tierarzt nachfragen, ob es da sowas gibt, wenn ihr sowas auch noch extra wollt. Wir haben das jetzt zur Sicherheit einfach genommen und da kann man das halt gut sehen und aufschreiben, wann man das letzte Mal entwurmt hat und alles. Und so hat man das halt dann besser im Kopf, als wenn man das einfach so macht. So, und dann ist immer gut mitzunehmen, falls was passieren sollte oder so, der Versicherungsnachweis der Hundehaftpflicht. Das wäre immer gut mitzunehmen, einfach eine Kopie machen und dann mit zum EU-Heimtierausweis stecken und alles, damit man das immer dabei hat, falls was passieren sollte, dass der Hund jemanden beißt oder was weiß ich, angefahren wird oder keine Ahnung, braucht man das eigentlich immer, damit man gleich alles dabei hat. Wir haben das schon ausgedruckt und eingepackt. So, und dann sind wir eigentlich schon mit der Checkliste für uns, fürs Reisen mit dem Hund, mit den Utensilien fertig. Das muss ich noch abhaken, natürlich, Versicherungsnachweis. Haben wir schon vorbereitet. Und hier unten, ich mache da mal zwei Striche,
hat man, glaube ich, noch 5 Plätze dann, wo man halt noch eigene Sachen ergänzen kann. Die kann man jetzt hier überhaupt nicht sehen, vielleicht mit ganz, ganz viel Fantasie, da die Druckerpatrone leider leer war. Aber wie gesagt, wir laden das als PDF hoch und in der Videobeschreibung werden wir dann den Download-Link reinschreiben und dann könnt ihr euch das selbst holen. Azum, 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 azum